Hallöchen ihr, der Nalef hier und willkommen zurück bei Fallout Worlds, ihr Lieben. Wo es weitergeht, hier heute mit der Story. Und zwar mit der Quest von der Schippe. Oder? Von der Schippe, genau. Es gilt, den lieben Lou zu finden. Und vorher gilt es, seine Freundin oder Fischers Freundin zu finden, denn die weiß eventuell mehr. Deswegen würde ich erstmal das Funkgerät aufs Fischers Ortungssignal einstellen und gucken, ob ich das irgendwo hier finde. So, ich sage, gehen wir hin, schauen mal. So, einfach dem Geräusch folgen. Je höher es piept, umso näher komme ich. Das klingt gut. Okay. Irgendwo ein Bergwerk hier, glaube ich, ne? Ja, da vorne. Oder nicht? Ja. Ich glaube, ich bin hier richtig, ne? Die Höhle. Bergwerk von Charleston. Dort gehen wir rein. Schauen wir mal, ob das richtig ist. Sprich mit der Pferdleserin, das ist sie hier. Ja, Rauchen ist ziemlich scheiße, ha? Huh? Gut, ich bin eigentlich auf der Suche nach Lou und nicht nach einem Gespräch. Man nennt mich Weasel. Ich suche Lou ebenfalls. Hab ihn hierher verfolgt. Das freut mich zu hören. Was ist denn mit deiner Stimme los? Zu viel Palmal? Ich kann nicht sprechen. Fischer hat diesen Kragen gebaut, damit ich Worte sprechen kann. Ist nicht perfekt, aber immerhin. Er hat die Maschinen gefunden. Nein, die Wissenschaft. Nein, auch nicht. Technologie. Ja, das Ding findet manchmal Worte nicht. Okay, und was für Worte genau sind denn so problematisch? Die Ortsliste. Mordliste, Wortliste war nicht vollständig. Zum Beispiel, ich kann nicht fluchen. Ich versuche immer wieder zu fluchen, aber es will einfach nicht klappen. Wenn ich's versuche, sag ich's anders. Gut, Unzucht treiben. Heißer Untergrund. Ja, das ist natürlich scheiße. Okay, wie auch immer, ich habe keine Zeit zum Plaudern. Ich muss Lou finden. Hast du irgendeine Ahnung, wo er ist? Lou ist tief in der Mine, aber er will keine Gesellschaft. Und es ist gefährlich, allein reinzugehen. Suchen wir ihn zusammen. Ihr geht vor?
Okay. Dann folg mir. So. Schauen wir mal. Warum, weshalb, wieso das hier gefährlich war? Ich habe irgendwie das Gefühl, es kommen gleich irgendwelche fucking Maulwurfsratten und gehen mir wieder hart auf den Piss. Falls da jemand ist, verschwinde lieber. Du bist nicht willkommen. Hi. Na, hoffentlich lohnt sich das. Ich glaube, du bist Lou, ne? Ich muss mit dir reden. Nein, danke. Verschwinde lieber. Du willst hier nicht mit mir begraben werden. Aber ich tue es, falls mir keine Wahl bleibt. Begraben? Wie meinst du das? So, wie ich es gesagt habe. Ich lasse hier alles einstürzen, sperre mich selbst ein. Die Höhle steckt voller Sprengstoff. Wenn die Explosion dich nicht tötet, tut es der Einsturz. Also verschwinde, oder ich lasse hier alles einstürzen. So, ich riskiere es. Ich komme da so oder so rein. Bis gleich. Viel Glück, du Schnüffler. Ich werde nicht auf dich warten. Da geht's nicht weiter. Hat Lou verriegelt. Aber guck mal. Hier drüben. Ja, und nun? Ich habe eine Idee. Na dann lass mal hören. Wenigstens weiß eine Person Bescheid. Ich habe leider keine Ahnung. Ja, da geht's weiter. Keine Sorge. Die Wand sieht dünn aus. Ich kann sie bestimmt mit viel Bumm zerstören. Damit wir auf die andere Seite kommen. Ich glaube, du weißt, was du tust. Komm, mach mal. Ich hab sowas schon mal mit Lou gemacht. Tritt zurück. Ich mach jetzt den. So, bist du was am Schrauben? Nu? Zurück oder du wirst sterben. Was war der Boom? Alles gut. Hab ich ja gesagt. Ja, wunderbar. Dann lass mal weitergehen. So. Oh ja, genau. Garstige Grillen, ich hasse die, aber es gibt Säure. Daher ist es okay. So, noch mehr, das ist super. Und jede Menge Kakerlaken. Hat Lou das gebaut? Yep. Eine Maschine, um sich zu töten? Hat anscheinend nicht funktioniert. Ja, warte mal. Funktioniert das? Komm, lass mal probieren. Ja, hast recht, funktioniert nicht. Was ein Glück. Kann man nicht entschärfen, ne? Das ist schade, okay. Gut. Dann. Oh, Alter, es gibt viele Schrotflinten hier. Liegt am Brief, ne? Das gibt doch alles keinen Sinn.
Die Idee war eigentlich ganz simpel. Einfach in den Stuhl setzen. Ich habe schon 3 Stühle und 4 Schrotflinten durch. Ich hatte klemmende Waffen, Fehlzündung, kaputte Stuhlbeine, miese Treffsicherheit und was weiß ich. Ich hätte mir denken können, dass in diesem verdammten Bergwerk alles verrostet ist. Keine Chance, dass ich das Ding an mir selbst teste, solange ich nicht weiß, ob es auch funktioniert. Ich will sterben. Mich nicht verstümmeln. Es ist Zeit für einen neuen Plan. So. Gut. Da machen wir jetzt die Tür auf. Auch nicht. Gehen wir mal weiter. Froh und heiter. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Maulwurfsratten, ich hasse euch. Ihr ollen Kackviecher. Es waren nur 3, es waren nur 3, ist für die super. 3 sind schon 3 zu viel. So, was haben wir denn hier? Erstmal mitnehmen. Teebeeren. Ein paar leuchtende Pilze. Aber mehr auch nicht. Ich hasse euch, ihr scheiß stinkigen Maulwurfsratten. Könnt mich allesamt mal. Okay, was ist das für ein Geräusch? Das mag ich nicht. Das gefällt mir nicht. Ich konnte diese Geschütze im nächsten Raum endlich dazu bringen, nicht mehr auf jedes x-beliebige Viech zu schießen, das hier vorbeihuscht. Jetzt aktivieren sie nur noch, wenn ich auf den roten Knopf drücke. Aktivieren sich noch. Kann man nicht mitnehmen. Alles klar, abgekochtes Wasser. Psycho. So, lass mal gucken. Ich bin ein Nebelkriecher vor uns. Und du hast noch eine Todesfalle aufgestellt. Vielleicht kannst du sie gegen die Kreatur einsetzen. Oh Gott. Vielleicht kann ich aber auch so töten. Oh, Alter, diese Balken. Vielleicht aber auch nicht. Ja, doch, passt. Wir brauchen Geschütze mehr. 4 gezielte Schüsse an Kopf und Gutes. So. Glasfaser, sehr gut. Deceptikum. Okay. So, ist die Sache, diese Geschütztürme. Greifen die mich auch an? Nein. Aber der ist jetzt tot, ne? Finde Lou, genau. Wäre auch lustig gewesen, dass ich hier hin und dann. Das zu. Bidu, 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 bidai. Okay, Hauptsache Cram. Und. Ein Breitseiter. Alter, findest du Sachen hier drin? Haben die auch was zum Zerlegen hier irgendwie? Nee, ne? Okay, den krieg ich nicht auf. Der ist mindestens Stufe 3. So, was ist hier mit? Vielleicht kann ich den ja so öffnen. Schütztürme. Okay. Da gibt's
sonst nichts. Da auch nicht. Da hinten kam ich her. Ich muss durch diese Tür. Wie es scheint. Okay. Okay, wunderbar. Ins Poloch. So muss das. Eines sind auch mehrere Höhlengrillen. Das haben die Viecher so an sich. So, wo ist die denn jetzt hin? Ist einfach despawned hier. Durch den Boden, die Nudel. Okay, noch eine Notiz. Dieser ganze Computermist war mir zu tüftelig. Neuer Plan, Tod durch schwere Maschinerie. Ich brauche weiteres Material, um die Kammer fertig bauen zu können. Die braucht weitere Stützen. Das Zittern im Bergwerk wird mit jedem Test schlimmer. Inzwischen tritt es fast jedes Mal auf, wenn ich sie aktiviere. Liegt es wirklich an mir? Der hat einfach nur Glück, der Gute. Liebe Lou. Okay, was haben wir hier? Oh. Oh. Sowas. Oh Gott, ja, okay. So ein Indiana Jones Moment. Okay, gut, dann geh mal rein, ha? Sikowski. Okay. Lauter Fröschlis. Oh Gott, ich kann mich nicht mehr allzu wirklich daran erinnern. Rock. Oh ja. Oh Gott, nein. Oh Gott, ich hasse Radskorpione. Funktioniert hat. Ja, ich bin dabei. Oh Gott, ich hasse die Viecher, ne? Dann lieber Maulwurfsratten. Legt Knüppel auch gut rein, hey, ne? Das ist übel. Warum Kanonenkugel? Warum habt ihr Kanonenkugel am Start? Oh, fuck up, hey. Okay, wir gehen ganz entspannt hier drumherum. Kein Bock auf weitere von den Viechern. Dezent kein Bock. Unten geht's lang, ich gehe hier oben lang. Oh ja. Ja, komm. Okay, solange du die tankst, ist okay. Bin ich dabei. Das ist in Ordnung. Ist sehr in Ordnung.
So, aber wir schleichen weiter. Ich glaube, da kommen noch mehr. Ganz entspannt hier durch. Oh ja. Warte, 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 warte. Erledige das Ding. Ja, komm, das setzt aus. Oh, danke. Plasmakartusche, danke. Es könnte jetzt aber auch Schluss sein, ne, mit den Viechern. Bin ich ehrlich. Muss jetzt nicht konstant so weitergehen. Und so. Oh ja, natürlich ein Leuchtender. Warum auf mich? Geh doch auf den anderen! Geh auf den anderen! Du Nudel! Oh, fuck my life. Ich hasse euch. Gott im Himmel, ihr Kackviecher. Oh, Junge. Ja, genau, mach du die Wand, wenn ich hier die Viecher kill, du. Meine Herren. Ja, werd ich machen. Komm. Lass knallen. Dein. Na also, beeilen wir uns. Okay. Aber ich muss sagen, ich finde das richtig cool, das Level, ne? Ist schon ein geiles Level-Design. Oh, es ist so cool. Das ist echt cool gemacht, doch. Also, kannst du sagen, was du willst? Das ist schon richtig, richtig nice. Sieht ohne HUD einfach mal 1000-mal besser aus. Bleib doch mal stehen jetzt, Kackvieh. Danke. Danke. Super. Okay, es gibt Säure in Massen, das ist schon mal gut. Oh, ein Unterhebelgewehr, ich freue mich. Oh, das wird aufgehoben. Oh, wie schön. Oh, toll, die nächstbessere Waffe, hey. Cool. Hat auch schnell noch Feuerrate, ne? Ah, sehr schön. Das ist toll. Das ist super. Für den Anfang. Hey, das ist ein richtig schöner Loot. So, sind wir jetzt bald da? Ich kann Lou weiter vorne hören. Echt? Ich bleibe hier. Den nächsten Teil übernimmst lieber du. Und warum? Was? Wir müssen leise sein. Ja. Sonst hört du uns noch. Okay. Was? Warum musst du das machen? Warum nimmst du das nicht? Ich müsste es, wenn du nicht hier wärst. Aber ich sollte ihn nur finden. Nicht mit ihm reden. Eigentlich sollte Fischer mit ihm reden. Aber er hat stattdessen dich geschickt.
Also ist das jetzt deine Aufgabe. Okay, und hast du einen Plan, wie ich das machen soll? Du könntest so leise wie möglich reinschleichen und alle Fehlbums entschärfen. Dann kann er nicht mehr Bomben machen. Und dann redest du mit ihm. Wenn du gut mit Worten bist, kannst du auch versuchen, mit ihm zu reden. Vielleicht versteht er. Sei vorsichtig. Ich will nicht lebendig begraben werden. Okay, alles gut. Ich mach das mal. Okay. Alles cool. So, gibt's denn noch Loot? Oder sowas? So. Denkst du, kannst dich anschleichen, was? Nee, ich hab nicht geschlichen. Vergiss es, Trottel. Ich sehe dich. Und du solltest lieber ausspucken, was du dir dabei gedacht hast. Gut, dann rede. Du hast dir ganz schön viel Mühe gemacht. Alles nur wegen eines alten Mannes, der sich umbringen will. Warum? Naja, ich brauche deine Hilfe. Verstehe. Aber ich habe ebenfalls gute Gründe. Ich bin einer von diesen verstrahlten Ghulen. Sieht doch jeder Esel. Seit 25 Jahren schon. Ich kann so nicht weiterleben. Nur wenn ich tot bin, sind alle sicher. Aber das ist leichter gesagt als getan. Naja, ich meine, die Entscheidung, sich umzubringen, also in deinem Fall, war bestimmt keine leichte, oder? So habe ich das nicht gemeint. Ich bin wortwörtlich nicht dazu in der Lage. Diese Vorrichtungen hier sind alle narrensichere Todesfallen. Keine von ihnen funktioniert. Immer ist irgendetwas schiefgegangen. Also dachte ich, im allerschlimmsten Fall werde ich lebendig begraben. Dann kann ich niemandem mehr Schaden zufügen. Und Schluss. Mein Glück ist kein Segen, sondern ein Fluch. Naja, wenn das mit deinem Glück stimmt, dann wird das auch das hier nicht irgendwie scheitern, also... Wahrscheinlich schon. Ja, gell? Aber ich muss es versuchen. Aus diesem Grab werde ich mich zumindest nicht mehr erheben können. Gut. Du siehst irgendwie aus wie ein Monster. Danke, du Arsch. Das war wirklich aufmunternd. Ja, gut. Also, du bist aber nicht so hirnlos wie ein wilder Ghoul, ne? Noch nicht. Aber das dachten die anderen auch. Ich weiß nur, wenn es passiert, sollte keiner in der Nähe sein, damit ich niemandem schade. Okay. Ich finde, das ist sehr edel von dir, aber die Leute brauchen dich noch. Ich weiß, ich bin ein Weichei. Aber was war eins? Das ist schön, aber darum geht es nicht. Dieses unnatürliche Dasein als wandelnde Leiche, das ist kein Leben. Was wäre, wenn ich mit dir zurückkomme, um dir zu helfen und dann im Wahn andere töte? Was wäre, wenn die anderen mich nicht erwischen, sodass ich am Ende alle umbringe? Was dann? Naja, das ist ehrlich gesagt nicht mein Problem. Ich brauche dich bloß für einen Job. Okay, okay. Wenn ich diesen Job übernehme, hilfst du mir danach mit dem Sterben. Keiner außer dir. Ich will nicht, dass jemand anders es erfährt. Oh, gut, dann helfe ich dir, dich umzubringen. Kein Problem. Dann sind wir im Geschäft. Ja, aber hallo. Ich zähle auf dich. Können wir machen. Denk daran. Kein Wort zu den anderen über das, was ich hier getan habe und warum. Alles klar. Nicht mal Fischer. Okay. Sie sollen nicht schlecht von mir denken oder sich vor mir fürchten. Also, worum geht es bei diesem Job? Naja,
Wir brauchen deine Zerstörungskünste, um in Vault 79 einzudringen. Du willst einen Vault aufsprengen? Klingt verrückt, aber das schaffe ich. Bin dabei. Ja, cool. Geh schon mal vor nach Crater. Ich muss die Dinge hier so präparieren, dass in meiner Abwesenheit nichts passiert. Wir sehen uns dort. Alles klar. Gut, machen wir das. Nerv mich nicht, du Schiffler. Ja, ich geh doch schon, meine Herren. So, alles cool. Gut, letzte Notiz. Aber natürlich, ich kann die Schwerkraft ausnutzen. Die Schwerkraft ist nicht aufzuhalten, ist immer die Schwerkraft. Die Steinsäulen dieser Höhle sind tragend. Wenn meine Sprengsätze detonieren, stößt die Decke ein und ich werde unter tonnenweise Schutt begraben. Wenn ich nicht in der Explosion sterbe, komme ich wenigstens nicht mehr raus. Das wird funktionieren, verdammt. Ich bin eben ein Sprengstoffexperte. Warum habe ich es nicht gleich so versucht? Ja, das ist eine gute Frage. Okay, dann haben wir das alles. Hier ist noch Zeug zum Zerlegen, das ist super. Das heben wir auf. Das wird zerlegt. Die Sachen. Alles andere wird behalten. Schauen wir hier rein. Na komm. Eine Gamma-Patrone. Schießpulver und also ein Krusch. So, was haben wir hier drin? Gabelstapler, Betriebsprotokoll, okay. Gibt es da noch irgendwas Interessantes zum Mitnehmen? Das ist ein Aufzug, da geht's raus, dann will ich den doch mal benutzen. Oh, dann komme ich hier raus. Da ist eine Rüstungswerkbank. Alles klar. Na, alles offen. So, dann bin ich hier. Und jetzt geht's da vorne anscheinend raus. Oder auch nichts. Ah, das war jetzt ein kaputten Geschützturm, ne, von dem er geredet hat. Okay. So, lass mal hacken, knacken. Ah, ist bei die Sache hier, okay. Das heißt dann, hier vorne geht's dann in die andere Richtung raus. Plasmagranate, Nagelbretter. Er hat alles gebaut, ne? Okay. eine Bohrmaschine. Die hebe ich auf. Boah, die hebe ich sowas von auf. Ich meine, ich hatte damals Spaß mit der Kettensäge, ne? Die soll wohl inzwischen auch richtig stark sein. Vor allem blutig. Bei Bohrmaschine wäre mal was Neues. So, Garagentorsteuerung. Wunderbar. Da sind wir schon draußen. Okay. Dann würde ich sagen, können wir von hier auch Schnellreise machen, ne? Geht schneller. So, mit wem muss ich eigentlich quatschen hier? Mit Mac. So, aber erstmal hier die Bohrmaschine reinpacken. Und das Unterhebelgewehr. Sehr schön.
Appalachia gehört uns und mir kann keiner das Gegenteil beweisen. Ja, alles cool. Hey, 7-6. Hey. Das hat ja ziemlich lange gedauert. Macht Lou denn bei der Sache mit? Yep. Ja, Lou ist startklar. Beim letzten Mal habe ich gesagt, ne, dass ich beim letzten Mal, ich würde das gerne mal nicht machen. Ich bin gespannt, ob ich ihn wirklich am Ende umbringen kann. Ja, aber ich sage heim, ich muss ihn suchen, er ist dabei. Okay, gut. Lou ist unser Ticket in den Vault. Wie sollen wir es bitte ohne ihn schaffen? Okay, ich habe über diese Pläne nachgedacht. Das Ding ist extrem gesichert. Wenn Lou uns reingebracht hat, werden wir auf Widerstand treffen. Sie werden uns nicht einfach so Beute machen lassen. Also brauchen wir dicke Waffen. Die kann uns Gale besorgen. Gale ist die große Mutantin, die du vielleicht schon gesehen hast. Hat immer die kleine Rara im Schlepptau. Seit Rara und Gale sich draußen in der Wildnis begegnet sind, sind sie unzertrennlich. Gut möglich, dass du Rara überzeugen musst, dass Gale mit uns kommen darf. Viel Glück, 7-6. Alles klar. Cool. Level 35. Nur so läuft das im Leben. Sehr schön. Und Rang 26. Mega. Gut. Ching. Unglaublich, dass Rose immer noch im Top of the World steht. Palim, Palim. Wunderbar. Dann gönne ich mir noch am Ende das Level ab. Es kommt einfach niemand an sie und ran. Guck mal, hast du schon einen Verbrannten oder Supermutanten was bei rauskommt. Den Aufzug nehmen sehen? Die sind zu blöd dafür. Können also Waffen abfeuern, aber keine. Amos, falls wir es auch noch mal sehen, okay, Mann, das haben wir schon. Okay, ich habe ja mittlerweile auch ein wenig weiter gespielt, so nebenher habe ich ein paar Plasma-Waffen gesammelt. Habe also hier im Intelligenz-Tree den Wissenschaftler und den Profi-Wissenschaftler mitgenommen und bin gerade dabei, hier im Perception den Mohammers den Panzerkiller zu skillen. Das ist meine Gewehre und Pistolen, Rüstung ignorieren und eine Chance, den Gegner zum Taumeln zu bringen. Ich denke, für den Vault und alles andere ist es sehr, sehr wichtig, gerade gegen Aggressotrons, die Chance zu haben, Rüstung zu ignorieren. Von daher wird das aufgelevelt. So. Erlaub. Wunderbar. Gut, klappt doch. Alles klar. Dann haben wir das auch. Und ich würde sagen, wir machen dann hier beim nächsten Mal weiter und sprechen mit der lieben Gale. Deine und Aufseherin der hat lieben ihr Rara. Dann werden schau wir mal, das alte was die beiden doch sie nicht helfen wollen. Ich sie machen helfen wollen. Aber wie? Ja, das klären wir beim nächsten Mal. Bis dahin, ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn auch beim nächsten Mal wieder mit dabei wärt. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Scheiße, ja, immer verbessern, das sagt Irie.